Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen greift mit ihrem Antrag ein durchaus aktuelles Problem auf, bleibt allerdings eine auch nur ansatzweise Problemlösung schuldig. Fakt ist, im Rahmen der Reform des Milchmarktes hat sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union für das Auslaufen der Quotenregelung ausgesprochen. Obwohl in den Jahren 2010 bis 2015 die Quote jeweils um 1% erhöht wurde, wurde diese von den deutschen Milchbauern überliefert. Und die Quotenregelung kostete, und das haben wir vom Minister auch schon gehört, die deutschen Bauern, die Milchbauern ganz konkret, ca. 15 Milliarden Euro. Deshalb bietet das Ende der Milchquotenregelung den Erzeugern durchaus auch eine Chance, von der weltweit steigenden Nachfrage nach Milchprodukten zu profitieren. So haben sich die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern mit Neuinvestitionen auf das Ende der Quotierung und den Ausbau der Milchproduktion eingestellt. Aktuell ist mit dem Auslaufen der Milchquote kein Verfall des Milchpreises zu verzeichnen. Dies liegt wohl weitgehend darin begründet, dass die Molkereien sich langfristig auf das Quotenende vorbereiten konnten und Verarbeitungskapazitäten ausgebaut und Produktsortimente erweitert haben. Nur so sind sie in der Lage, die Abnahme der angelieferten Milch in Zeiten volatiler Märkte mit erheblichen Schwankungen zu sichern. Sehr geehrte Damen und Herren, im Folgenden möchte ich meine Feststellung, dass der vorliegende Antrag nicht geeignet ist, um die aktuell anstehenden Herausforderungen zu meistern, näher untersetzen. Zu Punkt 1 Ihres Antrages verweise ich darauf, dass schon heute der Fokus im Bereich der Zucht von Milchkühen auf Langlebigkeit, Fruchtbarkeit und Fitness gelegt wird. Dennoch bleibt festzustellen, dass die heutigen Hochleistungskühe nicht allein auf Grundfutterbasis die notwendigen Leistungen erbringen können, um betriebswirtschaftlich und rentabel Milch zu produzieren. Eine kraftfutterfreie Produktion von Milch war mit Blick auf Wirtschaftlichkeitsaspekte in den zurückliegenden Jahren nicht möglich, ist heute nicht möglich und wird auch zumindest in der näheren Zukunft nicht möglich sein, selbst wenn Sie in Ihrer Begründung des Antrags etwas anderes behaupten. Ich habe natürlich versucht herauszufinden, auf welche wissenschaftlichen Forschungsergebnisse Sie sich beziehen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich die richtige Quelle gefunden habe. Ich vermute Sie in der Studie Wirtschaftlichkeit einer kraftfutterfreien Milchviehhaltung in Deutschland, erste Zwischenbilanz eines neuen Forschungsprojekts von Karin Jürgens, Onno Poppinga und Urs Sperling. Wenn es denn nicht so sein sollte, können Sie das in der Aussprache ja gerne nochmal korrigieren, aber das war das Einzige, was ich gefunden habe, was dem näher kam, was Sie hier vorgetragen haben oder zumindest in dem Antrag begründet haben. Wenn ich denn jetzt hier vorgelesen habe, erste Zwischenbilanz, heißt das schon mal, die wissenschaftlich basierten Ergebnisse stehen noch aus. Das hätte man der Fairness halber, wenn es sich denn um diese Quelle gehandelt hat, auch erwähnen sollen. Wenn denn auch von Hinweisen darauf gesprochen wird, dass das wirtschaftlicher sein könnte, dann fehlt mir da die Untersetzung. Selbst in den Tabellen findet man nicht den Gewinn ausgewiesen, sondern findet einen Gewinn plus Personalaufwand je Hektar Landfläche. Das sagt mir letztendlich noch gar nichts über die Wirtschaftlichkeit, aber viel interessanter ist ja, welche Datenbasis liegt denn den ersten Zwischenergebnissen zugrunde? Und wenn ich jetzt diese Studie heranziehe, dann wurden 56 Milchviehbetriebe ausgewählt mit dem Ziel, Aussagen über Milchviehbetriebe im Süden, Bayern, Baden-Württemberg und auch im Norden, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen und Nordrhein-Westfalen treffen zu können. Dabei handelt es sich ausschließlich bis auf zwei um ökologisch wirtschaftende Milchviehbetriebe mit im Durchschnitt 40 Milchkühen. Die kleinste Milchviehherde hatte 11, die größte Herde 150 Kühe bei einer durchschnittlichen landwirtschaftlichen Nutzfläche von 77 Hektar. So viel zur Übertragbarkeit auf Mecklenburg-Vorpommern. Ich denke, die Zahlen, die wir hier im Lande haben, brauche ich jetzt nicht näher zu erläutern. Auch die unter Punkt 2 Ihres Antrags geforderte Beratung zur Direktvermarktung ist aus Sicht meiner Fraktion wenig zielführend. Schon heute gibt es ausreichend Möglichkeiten der Beratung und der Förderung im Bereich der Direktvermarktung von Milchprodukten. Ein Defizit ist hier meines Erachtens nicht zu erkennen. Inwieweit es Aufgabe der Landesregierung ist, Milchviehbetriebe bei der Direktvermarktung zu beraten, wage ich zu bezweifeln. Hierfür gibt es zahlreiche Beratungsunternehmen, die ausreichend qualifiziert sind, diese Aufgabe wahrzunehmen. Für meine Fraktion gibt es dennoch Möglichkeiten, die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der milchviehhaltenden Betriebe in unserem Land beitragen. Hier nenne ich stellvertretend nur die Genehmigungsverfahren für Tierhaltungsanlagen, den Bürokratieaufwand im Bereich Tierkennzeichnung,
die Bereitstellung von Eiweißfuttermitteln, aber auch die Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten im Bereich der Milchwirtschaft. Sehr geehrte Damen und Herren von Bündnis 90 Die Grünen, der vorliegende Antrag offenbart mit erschreckender Deutlichkeit, dass Sie zwar durchaus die Themen zur Kenntnis nehmen, die in verschiedenen Bereichen der Agrarwirtschaft diskutiert werden, aber völlig ignorieren, welche Lösungsansätze aus den Reihen der Praktiker für prüffähig oder umsetzbar gehalten werden. Naturgemäß gibt es dabei durchaus auch kontroverse Auffassungen. Meine Fraktion jedenfalls teilt die Auffassung der Experten, dass neue Formen zur Preisabsicherung, unter anderem eine steuerliche Risikovorsorge oder eine stärkere Absicherung an Terminmärkten, geeignetere Instrumente sind, sich den Herausforderungen des künftigen Milchmarktes zu stellen. Hierbei wollen wir die Landwirte unterstützen, ebenso wie bei der Verbesserung des Risikomanagements. Dabei kommt der EU-Milchmarktbeobachtungsstelle sicherlich eine nicht unwesentliche Rolle zu. Am Ende sind es allerdings unternehmerische Entscheidungen, ob ein Landwirt in die Milchproduktion investiert oder aussteigt. Für mich steht fest, dass Mecklenburg-Vorpommern für die Milchproduktion ein Gunststandort ist und das entsprechende Know-how in Züchtung als auch bei Landwirten von hoher Qualität ist. Und von daher würde es Sie sicherlich nicht verwundern, wenn ich am Schluss meiner Rede sage, dass wir als CDU-Fraktion Ihren Antrag ablehnen werden. Vielen Dank.